Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Wir befinden uns hier im Geisterjägerhaus und beim letzten Mal haben wir hier unsere Geisterjäger-Base richtig gut abgesichert. Wir haben hier überall Glas außen drum rum platziert und hier oben unseren Geschützturm ein bisschen verlängert, dass der die miesen, fiesen Geister ja wegschnetzeln kann. Sehr gut, dann haben wir hier noch unser kleines süßes Feld und vor allen Dingen, Katja, haben wir beim letzten Mal den Herobrine-Geist näher eingefangen. Das hatte sehr, sehr gut geklappt. Den haben wir ganz genau hier. Oh, wie böse der aussieht. Dann würde ich sagen, Katja, wir können jetzt allererstes unsere Geisterbase hier vorne noch ein bisschen besser absichern. Wir könnten vielleicht erstmal hier vorne die Frontwand austauschen zu Obsidianblöcken. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall alles richtig doll gut gegen die miesen, fiesen Geister näher abgesichert. Wir haben 8 Bedrock. Soll ich mal, Katja, hier die Umrandung unserer Tür aus Bedrock bauen? Oh, ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, da kommt hier ein Bedrock hin. Das ist super, super, super doll stark. Okay, Bedrock kommt hier einmal außen rum. Hier auf die Seite natürlich auch. Da werden hier vorne auf jeden Fall die ganzen Wände aus Obsidian ausgetauscht. Ganz genau. So. Ich habe 24 insgesamt. Da kommt hier auf jeden Fall überall Obsidian hin. Guck mal, ich gebe dir noch die restlichen 6 Stück. Und ich kann mal hier oben von unserem Aussichtsturm schauen, ob uns hier vielleicht richtig doll miese, fiese Geister ja, angreifen wollen. Okay, hier sehe ich auf jeden Fall außenrum schon mal ganz und gar nichts. Moment mal, da hinten wird irgendwas gebaut? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wer baut da was? Ich weiß es nicht. Da werden Blöcke platziert. Da wird tatsächlich was gebaut. Kabelstor wird dahin platziert. Holz wird dahin platziert. Irgendwas wird da tatsächlich gebaut. Warte, warte, warte. Ich komme mal zu dir. Schau dir das mal an, Kater. Das sind richtig doll viele Geister, die hier irgendwas bauen. Die eine Base. Oh, die dürfen uns auf keinen Fall sehen. Das ist ja richtig doll mies und fies. Die platzieren sogar Bücherregale was hier rein. Was machen die denn da? Wollen die sich hier niederlassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, Katja, dass sie sich hier eine richtig doll sichere OP-Geister-Base bauen. Das sieht ja richtig doll cool aus. Und schau dir das mal an. Okay, die Geister sind ja richtig doll mies und fies, dass sie sich hier einfach. Boah, das sieht aber richtig schön aus, Epic. Das stimmt. Okay, wo haben wir hier den Eingang insgesamt? Ist der Eingang... Ah, hier vorne ist der Eingang. Das ist so doll mies und fies, dass sie uns hier einfach beobachten von ihrer Base aus. Hallo? Mann, okay. Hier geht's rein. Die haben sogar eingerichtet. Das stimmt. Und wir können die Geister wegschnetzeln tatsächlich. Boah, da sind die Geister. Ihr werdet alle weggeschnetzelt. Zack, zack. Und die Geister werden auch weggeschnetzelt. Den haben wir und den haben wir auch. Sehr gut. Sind da oben noch welche? Ich bin mir nicht ganz sicher insgesamt. Hallöchen? Aber ich glaube, nee, hier sehe ich keine. Hier geht's noch höher. Und Moment mal. Oh, von hier können sie sich hinsetzen. Schau mal. Und von hier uns einfach beobachten durch das riesengroße Fernrohr, das direkt auf unsere Base drauf schaut. Das ist ja richtig, richtig doll mies und fies. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Die Geister haben mich hier auf jeden Fall sehr, sehr gut weggeschnetzelt insgesamt. Und Moment mal, Katja, wir könnten schauen, ob wir vielleicht einen neuen Geisterjäger-Auftrag haben. Ja, lass uns das machen. Ab zurück zu unserem Geisterhäuschen. Okay, dann schaue ich hier mal in den Briefkasten rein und tatsächlich, wir haben einen neuen Auftrag. Okay, Geisterjäger-Aufgabe, findet und fangt den Epic-Stun-Geist. Moment mal. Was? Den Epic-Stun-Geist? Mich? Nicht mich! Katja, auf, ich habe 4 Herzen. Oh. Okay, wir müssen den Epic Stun Geist finden und einfangen. Ich habe ein bisschen Angst davor, Katja. Ich rüste mich jetzt auf jeden Fall mit meiner Rüstung aus. So, bitte alles anziehen. So, guck mal, die Schüchen kann ich dir zurückgeben. Bitte schön. Oh, dankeschön. Dann hole ich mir auf jeden Fall hier den Geisterfänger. Sehr gut, guck mal, den gebe ich dir mal, Katja. Bitte schön. Und ich würde sagen, wir suchen den Epic Stun Geist und versuchen, den wegzuschnetzeln. Ich glaube, der ist richtig, richtig, richtig toll stark. Okay, wir können mal hier vielleicht in die Richtung des Dorfes gehen. Vielleicht befindet sich ja dort der Epic Stun Geist. Ich bin mir nicht ganz sicher insgesamt. Hier sehe ich auf jeden Fall beim Dorf schon mal keinen Epic Stun Geist weit und breit. Nee, 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 hier ist nichts. Okay, der Epic Stun Geist könnte tatsächlich überall vielleicht sein. Ist er bei einem Hundi. Es könnte auch sein, dass der Epic Stun Geist hier oben auf den Bergen irgendwo ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder hier im Wald? Okay, er ist ja auf jeden Fall irgendwo in dem Bereich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehe ich ihn hier irgendwo? Er könnte hier auch hinter den Bäumen sein. Da ist er! Da ist er wirklich! Wow, er kommt! Er drohte Augen und Klauen? Oder er ist klein! Oh Gott, er greift dich an, er greift dich an, er greift mich auch an. Was ist denn da los, der Epic Stun Geist? Ich kann kaum schlagen. Stimmt. Gott, pass auf, pass auf, pass auf. Ich mache ihm auf jeden Fall ein bisschen Damage. Er hat richtig doll viele Leben. Okay, wir haben ihn gleich zur Hälfte auf jeden Fall weggeschnetzelt insgesamt. Das klappt sehr gut, das klappt sehr gut. Oh, pass auf. Oh nein, okay, wir machen auf jeden Fall relativ viel Damage. Okay, wir haben ihn zur Hälfte weggeschnetzelt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gott, er hat sich vorhin
generiert und er wurde größer. Der Epic Stun-Geist ist riesig. Oh, nee, 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 nee. Der macht ja richtig doll viel Damage. Schau dir das mal an. Okay, er ist richtig, richtig doll groß mit seinen roten Augen und mit seinen roten Klauen. Was ist denn da los? Er macht super, super doll viel Damage. Okay, wir haben ihn gleich auf jeden Fall wieder zur Hälfte weggeschnetzelt. Er wurde noch größer. Hä, was ist denn los mit dem? Wie riesig er ist. Ich versuche, mir den Fall im Bogen wegzuschnetzeln. Er ist ja richtig doll groß. Und guck mal, Kat, der erste Epic Stun-Geist in Level 100. Oh, nein, 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 nein. Okay, ich versuche auch wieder ein bisschen Damage zu machen. Ich wurde verlangsamt, wie langsam ich einfach bin. Das ist ganz und gar nicht gut. Der Epic Stun-Geist hält ja richtig, richtig doll viel aus. Wir schaffen es. Der Epic Stun-Geist wird von uns weggeschnetzelt und dann eingefangen. Okay, er hält nicht mehr viel aus. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Und wir haben ihn gleich, Kater. Ich kann ihn gleich aufsaugen. Ja, 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 sehr gut. Und Achtung, Achtung, Achtung. Und ja, sehr gut. Okay, du hast ihn jetzt hier drin. Das hat richtig, richtig doll gut geklappt. Der Epic Stun-Geist war ja wirklich richtig, richtig, richtig doll böse. Und vor allen Dingen riesendoll groß wurde er. Okay, dann können wir auf jeden Fall hier nach unten gehen. Wollen wir den hier hinstellen? Ja, ich glaube schon. Ja, können wir sehr gerne machen. Sehr gut. Wir haben den Epic Stun-Geist eingefangen. Das hat super, super doll gut geklappt. Und schau mal, wie böse der aussieht mit den roten Augen. Ultra böse. Und seinen richtig doll scharfen Clown hier unten aus. Sehr gut. Okay, wir haben den Epic Stun-Geist richtig, richtig doll gut eingefangen. Das hat super, super doll viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen haben wir die ganzen miesen, fiesen Geister auch weggeschnetzelt, die einfach eine Beobachtungsbase gebaut haben. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.